Hallo und herzlich willkommen zu Folge 177 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 13. März 2023. Heute habe ich ein relativ spezielles Tuch an und einen sehr speziellen Pullover. Aber erstmal zu diesem Tuch oder Schal. Die Anleitung heißt Manta Ray, Scarf oder Shawl, habe ich vergessen, und ist von Scott Timothy. Designt worden und das ist ein sehr spezielles Design. Ich hatte damals das Glück, dass ich das teststricken durfte und genau, das ist so ein ganz wildes Tuch mit ohne Ende Zu- und Abnahmen und dann auf dieser Seite zacken, auf dieser Seite solche Rundungen. Die Anleitung sieht vor, dass man 7 verschiedene Farben benutzt. Und die Farben werden aber nicht einfach direkt aneinander dran gestrickt, sondern die werden, wo kommt der Faden her? Die werden so, also so abwechselnd gestrickt. Im Englischen würde man sagen ein Fade, also dass das so von einer Farbe dann in die andere überwechselt. Ich habe mich damals entschieden, dass ich 7 verschiedene graue Garne von Opal nehme. Und dadurch, dass die jetzt alle grau sind, sind auch diese Übergänge zum Teil gar nicht so gut zu sehen. Und es geht alles relativ ineinander über. Aber dann immer an dem Mittelteil, wo ich dann nur die Farbe gestrickt habe, da sieht man dann, wie die aussieht. Und dann bin ich sozusagen von hell bis dunkel gegangen. Das wäre sozusagen der Kopf des Manta Ray. Manta Ray ist Rochen, glaube ich, auf Deutsch. Dieser verrückte Fisch, dieser Platte. Und ja, also ich finde, das ist eine ganz außergewöhnliche Anleitung und ich mag den Schal sehr, sehr gerne. Ich habe natürlich von jedem Knäuel nur einen Bruchteil gebraucht. Ich glaube, ich habe von einigen der Farben hatte ich auch sowieso Reste. Und ja, wie gesagt, während des Strickens sieht es auch völlig seltsam aus mit den vielen Zu- und Abnahmen. Und erst wenn man es dann wäscht und spannt, dann kommt so richtig raus, wie das Ganze aussieht. Und ja, wie speziell das ist. Manta Ray von Scott Timothy ist unterm Video verlinkt auf meiner Website. Auf meiner Ravelry-Seite gibt es dann den Link zur Originalanleitung. Leider hat er seitdem keine neuen Anleitungen mehr veröffentlicht. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber keine Ahnung. Ja, also das ist dieser recht spezielle Schal. Und der Pulli ist eigentlich jetzt von sich aus nicht so was Besonderes. Was ihn besonders macht, ist, das ist mein ältester Pulli, mein ältester selbstgestrickter Pulli, den ich noch habe. Also es ist nicht mein ältester selbstgestrickter Pulli. Ich habe also nicht mein erster Pulli, den ich gestrickt habe. Ich habe bestimmt eine ganze Handvoll Pullis vorher gestrickt, aber die habe ich nicht mehr. Das ist eben der Unterschied. Genau, oversized, relativ lang, wahrscheinlich noch länger, als er damals war. Wobei die Armlänge ist eigentlich immer noch ganz gut. Das hat sich irgendwie nicht so ausgehängt. Das Garn ist ein geheimnisvolles Garn, was ich damals aus Japan geschickt bekommen habe. Und ich konnte damals überhaupt kein Japanisch lesen, deshalb habe ich keine Ahnung, was da drin ist. Sieht so ein bisschen nach Mohair aus. Da ist so ein schwarzer Glitzerfaden noch mit dazwischen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass von diesem fluffig-flauschigen Garn so über die Jahre ein bisschen was verloren gegangen ist. Also der Pulli ist mindestens, also er ist um die 40 Jahre alt, würde ich mal sagen. Genau, genauer weiß ich es nicht. Ich weiß noch, dass ich noch in der Schule war, als ich den getragen habe. Ich habe 87 die Schule beendet. Von daher, ja, keine Ahnung. Genau, ich vermute, dass ich damals eine Anleitung hatte. Ich bin aber auch nicht sicher. Es kann auch sein, dass ich mir einfach das Lochmuster aus einer Mustersammlung rausgezogen habe. Und der ist ja ganz gerade gestrickt und recht unkompliziert. Was ich heute nicht mehr machen würde, ist den Ärmel und das Vorderrückteil so stricken, dass das Muster hier nicht aufgeht, dass das nicht passt. Da würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich das von oben runter stricke, dass es dann passt oder keine Ahnung. Aber ich finde, dafür, dass ich den Pulli als Teenager gestrickt habe, ist der völlig in Ordnung. Und ich mag ihn immer noch sehr gerne. Ich trage ihn nicht mehr ganz so oft, weil ich ihn so ein bisschen schone, weil ich ihn doch gerne noch aufheben möchte als Erinnerung an so meine allerersten, also nicht die ersten Strickversuche, das ist schon wieder falsch, aber eben das älteste noch lebende Strickstück sozusagen von mir. Genau. Ja, also so viel zu dem, was ich heute anhab. Dann zu meinen fertigen Projekten.
wenn ich hier fertig gezuppelt habe. Ich habe heute zwei fertige Projekte und ich habe zwei Sachen neu angefangen. Also das ist heute wieder schön symmetrisch und gleichmäßig. Auch wenn ich ja eigentlich mehr aufhören will als anfangen, aber egal. Wie nicht weiter überraschend sein wird, sind meine fertigen Projekte heute beides Socken. Und das ältere Sockenpaar, was ich fertig gekriegt habe, sind die Fairground-Socken. Das ist die Anleitung von Deb Milstein, auch ein Teststrick. Ich mache das nach wie vor sehr gerne, Anleitungen zu testen und zu gucken, ob ich irgendwelche Fehler finde, ob ich alles verstehe und so weiter. Ich habe aus einer Opal-Comedy-Farbe gestrickt, die meine Schwester sich selber ausgesucht hat. Die Socken sind für sie, da sie gerne Shorty-Socken trägt. Genau, das Muster ist relativ schlicht und einfach, aber es hat so ein paar Besonderheiten. Es hat eben diese verkürzten Reihen hier oberhalb der Fersenwand, sodass sie da gut sitzen und nicht runterrutschen. Man hat eine verstärkte Fersenwand und dann hat man eben dieses ganz schlichte, einfache Lochmuster. Da muss man sich nicht wahnsinnig konzentrieren, ist aber trotzdem so ein bisschen was zu gucken, ist nicht ganz so langweilig wie nur glatt rechts. Und vor allem, es hilft natürlich total, die Reihen zu zählen, sodass man deutlich leichter zwei gleich lange Socken hinkriegt. Und dann diese etwas abgewandelte Sternspitze, die ist ein bisschen kürzer als die, die ich kenne. Und ich habe mir schon gedacht, wenn ich zum Beispiel wieder bei den Filmsocken eine kürzere Spitze stricken will, dann muss ich dann nicht selber so rumexperimentieren, dann könnte ich einfach auch diese Spitze nehmen und wüsste, das geht gut auf und sieht gut aus. Also das werde ich bestimmt noch öfter benutzen. Und wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch die ganze Anleitung noch ein paar Mal stricke, aber wahrscheinlich mit einem anderen Lochmuster einfach, damit es für mich spannend bleibt. Genau, Anleitung ist veröffentlicht. Ihr könnt die kaufen, falls es euch interessiert. Unterm Video gibt es den Link zu meiner Ravelry-Seite. Dort gibt es den Link zur Seite, wo man die Anleitung kaufen kann. So, und die anderen paar Socken sind natürlich meine Sock Madness Socken. Ich habe die letzte Woche Montag noch fertig gestrickt und zusammengenäht, die zweite Socke. Habe dann die Bilder gemacht, habe die E-Mail geschickt und habe dann am nächsten Morgen die Bestätigung gehabt, dass das in Ordnung ist und dass ich weiter bin in Runde 2. Und genau, dann konnte ich ein bisschen entspannen. Ich hatte eine Opal-Abo-Farbe genommen, eine etwas ältere. Ich war ja nicht sicher gewesen, ob die nochmal erschienen ist, aber irgendjemand hat in den Kommentaren unter dem letzten Video geschrieben, dass die Farbe tatsächlich in der Kollektion erschienen war. Ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her, sodass ich nicht weiß, ob man die Farbe noch kriegt. Aber ich finde es schön, dass sie produziert wurde, weil es eine schöne Farbe ist. Genau, ansonsten hatte ich letzte Woche erzählt, die Anleitung heißt Valgus von Jennifer Ruschinski. Die Anleitung wird es wahrscheinlich nach der Sock Madness wenn die Anleitung erhältlich sein wird, dann frühestens, wenn die Sock Madness zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung, ob die dann was kostet oder nicht, da müsst ihr euch überraschen lassen. Genau, das sind meine Sock Madness Socken. Achso, und Runde 1 läuft theoretisch bis Samstag, dann sind diese 2 Wochen rum. Aber als ich heute Morgen nachgeguckt habe, waren nur noch 10 Plätze insgesamt in allen Teams frei. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass die zweite Runde schon vor Samstag anfängt. Also beziehungsweise, dass die erste Runde vorher fertig ist und dann kommt es ja wieder darauf an, wann die Informationen rauskommen, was wir an Material brauchen. Und dann spätestens 48 Stunden danach gibt es dann die nächste Anleitung und damit fängt dann auch die nächste Runde an. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was da kommt. So, das waren die fertigen Projekte. Dann zu den Sachen, die in Arbeit sind. Da habe ich ein paar Kniestrümpfe und ein paar Socken auf Nadeln. Die Kniestrümpfe hatte ich jetzt, glaube ich, eine Weile nicht gezeigt. Das sind ja diese ultra bunten Kniestrümpfe, die ich aus dem Buch Statement Stricken, irgendwas mit Stricken und Farbe und so, ist auch unter dem Video verlinkt. Man muss dann gucken, unter dem Video ist ja so ein bisschen Text und da steht entweder ganz klein mehr oder es gibt so einen kleinen Pfeil. Da muss man draufklicken, dann sieht man die ganze lange Liste mit meinen ganzen Projekten, die dann zu meinen Ravelry-Seiten führen. Und darunter gibt es dann auch nochmal eine Rubrik Bücher. Und da habe ich im Moment jetzt beide Bände von Anna Bauer verlinkt, weil ich aus dem ersten Band die Buchstaben rausgenommen habe, hier für meinen Namen in dem Kniestrumpf. Und die anderen
Muster sind aber alle aus dem Band 2. Genau, und ich habe jetzt, nachdem ich meinen Namen eingestrickt habe, habe ich jetzt die Eiswaffeln reingestrickt. Ah, dabei fällt mir ein, die Striche zwischen den Waffeln und die Punkte zwischen den Eiskugeln, die sind nicht in der Anleitung. Die habe ich einfach mal rein improvisiert. Und dabei fällt mir ein, dass ich das Heft zeigen wollte. Mist. Nächstes Mal. Genau, ich hatte euch ja erzählt, dass ich glaube, bei den Buchstaben das abgemalt hatte in so ein Heft, wo nicht Kästchen sind, sondern so vorgedruckte Maschen, die man dann ausmalen kann, sodass man sieht, wie das Muster gestrickt rauskommt. Weil die Kästchen sind ja quadratisch und die Maschen sind nicht quadratisch. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht bei den Büchern unten verlinken kann heute. Die Hefte kann man auf Amazon bestellen. Woanders habe ich die nicht gefunden. Da ist so eine Website in dem Heft, aber da kann man nicht bestellen. Genau, ich versuche das unten zu verlinken und vielleicht trotzdem euch das nächste Woche zu zeigen. Genau, ich habe nämlich die Eiswaffeln auch wieder abgemalt, um diese Punkte und Striche dazwischen reinzusetzen. Und habe jetzt ein paar Zunahmen hier hinten gestrickt. Und ich habe auch schon das nächste Muster ausgesucht. Und zwar Schmetterlinge möchte ich da reinstricken. Zum einen, weil ich Schmetterlinge selber mag, aber auch, weil sie mich an meine Schwester erinnern, die ich auch mag. Und in dieser Socke sind ja lauter Sachen drin, die ich mag. Genau. Ja, also da bin ich soweit. Mal gucken, wann ich dann zu dem nächsten Muster komme. Dass die dann langsam aber sicher auch mal irgendwann fertig wird. Schnell wird es nicht gehen, aber macht nichts. Genau. So, und das nächste Paar Socken, was ich jetzt auf der Nadel habe, das ist der erste neu Anschlag für diese Woche. Und zwar habe ich mir tatsächlich eins von den Bonusmustern ausgesucht, und zwar das Bonusmuster, was es in dieser Runde gab. Also jeder, der jetzt die erste Runde fertig gestrickt hat, egal ob er weiter in die Runde 2 kommt oder als Cheerleader weitermacht, kriegt dann dieses Bonusmuster. Und dann habe ich mir aus der aktuellen Serie von Opal, aus der Country, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Farben überhaupt schon mal gezeigt habe. Wenn nicht, zeige ich sie vielleicht nächste Woche. Da habe ich dieses Hellgrau ausgesucht und einige von euch werden es wahrscheinlich schon erraten. Das hat sich wieder meine Schwester ausgesucht. Und ich stricke jetzt die Meandersocken von Ute Linde, auch wieder für meine Schwester. Die hat noch nicht genug Socken und meine Sockenschublade ist ziemlich voll. Deshalb ist sie im Moment ziemlich dran. Genau, und da ist dieses interessante Lochmuster, was auf den ersten Blick wirkt, als wäre das symmetrisch und würde sich immer wiederholen. Aber auf den zweiten Blick ist es immer so ein bisschen verschoben. Und ja, und dann gibt es noch einen zweiten Chart für die zweite Socke. Das ist dann wahrscheinlich gespiegelt. Wie man sieht, ist die Toe abgestrickt. Unten auf der Sohle ist kein Muster. Genau. Und ich habe jetzt schon mit den Zunahmen angefangen für die Ferse. Ich hoffe, dass es nachher passt. Ich finde es immer recht schwierig abzumessen, wenn es von unten hoch geht, obwohl das in der Anleitung sehr schön beschrieben ist, wie man das abmessen kann. Das Problem ist, dass ich meine Schwester gerade nicht da hatte und deshalb nicht an ihrem Fuß abmessen konnte und habe das jetzt ungefähr an meinem abgemessen. Und es ist eine gestrickte Socke, die ist ja ein bisschen flexibel. Ich hoffe, dass es passen wird. Genau, das ist also die Meander Socks, das erste neue Projekt für heute. Dann habe ich an meinen Musterschlacht Handschuhen weitergestrickt. Musterschlacht ist ja immer eine Farbe aus dem Opal-Abo. Das war aus dem letzten Abo die Farbe, die gewählt wurde für die Musterschlacht. Da stricken alle unterschiedliche Anleitungen. Ich habe diese eigentlich Fäustlinge von Juri Locatelli, Pay It Forward, angefangen. Aber die Freundin, die die Handschuhe kriegt, wollte sie lieber fingerlos haben. Und deshalb habe ich auch den Daumen dann offen gestrickt. Und da habe ich an dem zweiten jetzt den Schaft sozusagen fertig gestrickt, wo rundum das Muster läuft, und habe mit der Daumenzunahme angefangen. Die sitzt hier und hinten auf dem Handrücken geht eben das Muster weiter. Und ich weiß nicht, warum der Faden sich hier so überall drum kringeln muss. So, genau. Ah nee, das ist Handfläche und das ist Handrücken. Genau, da laufen die Farben, läuft das Muster jetzt weiter. Farblich hat sich das super verschoben, da das ein riesen Farbrapport ist. Der Farbrapport geht ja von hier unten bis hier oben. Das ist ein Rapport. Das ist schon extrem lang. Genau,
Aber ich finde es lustig, dass die so verschieden werden. Meine Freundin findet es auch lustig. Und ich mag gucken. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich den Handschuh fertig kriege, bevor das nächste Opal-Päckchen kommt, Abo-Päckchen kommt. Mal schauen, ob es klappt oder nicht klappt. Genau, aber es dauert ja dann auch immer so ein paar Tage, Wochen, bis dann die nächste Musterschlacht tatsächlich losgeht, nachdem das Päckchen da ist, weil wir ja erstmal die Farbe wählen müssen und so weiter. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Genau. Und dann habe ich jetzt noch ein kleines Projekt, was der nächste Neuanschlag ist. Und zwar werdet ihr euch vielleicht erinnern, dass ich vor einiger Zeit eine schwarze Mütze gestrickt habe aus der Alpaka Mia. Das war mal von Fair Alpaka, damals heute Hansa Farm. Ein reines Alpaka, was nicht ganz so weich ist wie die Baby-Alpaka. Ich finde, sie ist trotzdem super schön und weich. Ich hatte damals genug bestellt für Pullover oder Jacke, wollte das dann aber jetzt doch nicht machen und habe entschieden, ich mache einen Stapel schwarze Mützen. Und die erste schwarze Mütze, die ich mir gestrickt hatte, ist aber nicht bei mir geblieben, weil sie meiner Schwester so gut gefiel und passte. Und dann wollte ich ja die nächste machen, aber ich wollte nicht das gleiche wieder machen. Und dann hat mich eine Kundin auf die Idee gebracht, dass mit der schwarzen Brushed Alpaka, auch von Hansa Farm, auch reines Alpaka, zu doppeln. Farblich ist es dann immer noch absolut schwarz, aber es kriegt dann eben so ein bisschen diesen Flausch. Ich kann mit einer dickeren Nadel stricken und das Ganze kommt dann einfach ein bisschen anders rüber. Ich habe wieder zwei rechts, zwei links gestrickt, entsprechend weniger Maschen und die größere Nadel. Und ja, ansonsten werde ich wie bei der letzten Mütze auch einfach so ein bisschen improvisieren. Langes Bündchen, was ich dann umschlagen will, darüber ein bisschen glatt rechts, Abnahmen, Mütze fertig. So in der Art stelle ich mir das vor. Genau, also es ist sehr, sehr schön weich. Der Flausch ist nicht ganz so offensichtlich, wie ich erst erwartet hatte, aber es ist trotzdem wunderschön weich und angenehm. Größe habe ich auch improvisiert, also ich hoffe, dass es passt. Ich habe noch kein langes Seil reingezogen. Da war ich einfach zu überzeugt davon, dass es passt. Genau. Ja, das ist also mein zweites neues Projekt. Eine weitere schwarze Mütze. So, dann kommen wir zu den Klamotten. Da habe ich an der Nuro-Jacke fleißig weitergestrickt. Ich stricke ja aus der Nuro Silk Gardens Solo in dieser wunderschönen Farbe, die ich von meiner Schwester geschenkt bekommen habe. Im Moment Vorder- und Rückteil unten hoch. Die Ärmel sind bis unter den Arm schon fertig. Und da habe ich jetzt während einer Autofahrt fleißig gestrickt und bin doch ein gutes Stück weitergekommen. Ich muss jetzt langsam gucken. Also ich glaube, das Knäuel kann ich noch aufstricken. Und dann muss ich ein bisschen sortieren, wie viel Wolle ich noch habe und gucken, raten und schätzen, wie viel ich für die Passe dann oben brauche. Weil ich dann eben entscheiden muss, wie lang die Jacke wird. Also noch wäre so ein bisschen kurz. So eine ultra kurze Jacke soll es nicht sein. Also ich hoffe schon, dass sie so gut auf die Hüfte dann reicht. Aber das werden wir dann sehen. Genau. Und das andere Kleidungsstück, das ist mein Pullover, mein bunter Norweger-Pulli. Und da hatte ich ja letzte Woche euch gezeigt, dass ich die Passe fertig gemacht habe. Das Bündchen habe ich dazu erfunden, das war nicht in der Anleitung und die verkürzten Reihen auch. Ansonsten ist das Muster genau nach Buch gestrickt und nur mit der Strickrichtung habe ich es eben so ein bisschen variiert. Genau, letztes Mal hatte ich euch den ersten Ärmel gezeigt, der dran war. Jetzt habe ich den zweiten Ärmel auch angenäht. Ich habe nämlich die Ärmel und die Passe beide von unten hoch gestrickt, wie das in der Anleitung steht. Nur habe ich, was nicht in der Anleitung steht, hier die Passe mit einem provisorischen Maschenanschlag angefangen, sodass ich dann die Ärmel annähen konnte, die ich schon fertig hatte. Und jetzt werde ich Vorderrückteil von oben runter stricken. Und wenn man das Ganze so sieht, hat man den Eindruck, das ist einfach ein von oben nach unten gestrickter Pulli, wo ich erst die Ärmel gemacht habe. Also das ist ganz lustig, dass man das auch von den Maschen her einfach nicht sehen kann. Also ein bisschen könnte man das an der Anschlag- und Abkettkante erkennen. Aber am Maschenbild an sich ist es nicht wirklich zu sehen. Und jetzt habe ich eben leichtes Spiel. Ich habe die Vorder-Rückteilmaschen, die da waren, von dem provisorischen Maschenanschlag genommen. Ich habe die Ärmelmaschen genommen, die ich nicht mit festgenäht habe. Und kann jetzt einfach fröhlich glatt rechts runter stricken. Und mal gucken, wie schnell oder langsam der Pulli jetzt fertig wird. Ach so, dadurch, dass kein Muster kommt, könnte ich jetzt theoretisch auch so ein bisschen eine Formgebung reinstricken, dass ich Taillenabnahmen und Hüftzunahmen mache und so. Im Moment ist mir aber nicht danach.
Also ich werde es alle paar Zentimeter mal anprobieren und vielleicht entscheide ich mich dann anders. Aber im Moment denke ich, gerade runter, locker, gemütlich ist so das, was ich anstrebe. Mit der Gesamtlänge weiß ich auch noch nicht genau, was ich will. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie weit ich mit der Wolle komme, die ich jetzt schon angefangen habe. Ich habe ein angefangenes Knäuel von den beiden Ärmeln und ein angefangenes Knäuel von der Passe. Die beiden will ich erstmal aufstricken und eventuell sage ich, das reicht schon und höre auf. Vielleicht sage ich auch, es reicht, wenn ich das Bündchen mit der Kontrastfarbe mache. Ich habe in Rot mache ich definitiv kein Bündchen, aber eventuell würde ich die Farbe für das Bündchen nehmen, wenn mir danach ist. Genau, aber im Zweifelsfalle, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir nicht lang genug, dann würde ich auch noch so ein helles Knäuel anfangen. Also ich habe noch eins da, das wäre nicht das Problem, aber mal gucken. Ihr werdet es mitkriegen. Genau, so, das bringt mich jetzt zu den Tüchern. Ich habe ja zwei Steven West Tücher parallel angefangen. Ziemlich verrückte Sache, aber behaupten ja auch die wenigsten, dass ich nicht verrückt sei, von daher passt das schon. Also, das ist die eine Farbe, DK Weight, also DK-Wolle, so nannte Wolldackel tatsächlich diese Stärke. In dieser Farbe hatte ich angefangen zu stricken. Die Anleitung heißt Pierre, eigentlich für vier Farben. Ich benutze aber nur zwei Farben. Die zweite Farbe ist das Dunkelblau, auch mit Weiß, Pink und diesem hellen Türkis drin. Genau, und dann habe ich ja, letztes Mal war ich mit diesem Abschnitt, wo die Farben abwechselnd gestrickt werden, schon fertig und war hier bei dem Perlmuster. Da wird auch alle zwei Reihen die Farbe gewechselt. Das habe ich jetzt fertig gestrickt. Danach kommt wieder so eine Lochreihe, das war ich hier oben auch vor dem Rippenmuster. Und jetzt stricke ich wieder das Rippenmuster, danach kommt wieder dieses Dreieckmuster und dann kommen wieder diese zweifarbigen Teile. Also das werde ich im Prinzip ganz genau so wiederholen, wie ich es schon gemacht habe. Und danach käme im Prinzip die vierte Farbe, wenn man vier Farben nimmt. Und bei dem letzten Rand werde ich dann tatsächlich nur die dunkle Farbe stricken. Da bin ich dann auch schon gespannt, wie das rauskommt. Genau, und ich werde also mit dem ersten Strang hell definitiv nicht hinkommen. Da werde ich bestimmt den zweiten Strang anfangen. Bei dem dunklen kann ich das im Moment überhaupt noch nicht abschätzen, wie weit ich da komme. Aber ich habe da auch einen zweiten da, falls ich ihn brauche. Genau, das ist also etwas dickere Wolle. Von daher flutscht das eigentlich ganz gut, wenn ich mal dran sitze. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und ja, eigentlich auch ein schöner Schal so jetzt fürs Frühjahr, wenn es ein bisschen heller wird. Obwohl ich den später bestimmt im Winter dann auch besonders gerne trage, wenn die Tage dunkel sind und ich dann so einen hellen, fröhlichen Schal habe. Genau. So, und das zweite Tuch, das ist das Fragmentation-Tuch oder Schal oder so. Da stricke ich ja aus dieser Beauty-Farbe von Opal mit diesen klaren Streifen. Und beim letzten Mal habe ich, glaube ich, noch hier dran gestrickt. Und ich habe dann hochgestrickt, habe dann überlegt, mit welcher Farbe ich aufhören will und habe abgekettet. Abgekettet wird mit den drei I-Cord-Maschen, die hier außen hochlaufen. Kettet man mit dem I-Cord ab, dann werden die Maschen stillgelegt und dann kann man den zweiten Keil oder so, zweiten Teil stricken. Und da hatte ich ja ursprünglich überlegt, dass ich mit dem Grau anfange. Und ich hatte dann extra oben auch so abgekettet, das hat dann hier genau mit diesem Grau geendet. Das schien mir sehr schön zu passen. Und dann habe ich angefangen zu stricken und der erste Teil hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann habe ich weiter gestrickt und dann wird das ja hier oben, werden diese Streifen immer schmaler. Das heißt, der Unterschied zwischen den ersten und zweiten Streifen wurde auch immer schmaler. Und es war dann fast nicht mehr zu sehen. Und dann sah das aus, als wären die Streifen ungewollt nur so ein bisschen verrutscht. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich das zweite Segment wieder aufgeribbelt und habe das Grau rausgenommen und habe dann nochmal angefangen. Falls ihr euch das angucken wollt, ich habe die Fotos, die ich gemacht habe, auf meiner Ravelry-Seite hochgeladen. Da könnt ihr euch das also angucken. Unterm Video bei den Informationen entweder auf mehr klicken oder auf diesen kleinen Pfeil, dann klappt es aus. Und dann, das hatte ich glaube ich eben mit den Büchern schon erklärt, ne? Egal, ich werde so oft danach gefragt, ich kann es glaube ich nicht oft genug erklären. Genau, also habe ich jetzt das zweite Segment, statt hier mit dem Grau anzufangen,
mit diesem Rot angefangen. Das hat zur Folge, dass diese weißen Streifen jetzt relativ parallel sitzen. Auch nicht ganz, also das verrutscht auch wieder so ein bisschen, aber das stört mich nicht, weil ich denke, der Hauptaugenmerk liegt doch auf den breiten Streifen, auf diesen drei Hauptfarben. Und die versetzen sich jetzt genau so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und von daher bin ich jetzt super zufrieden und ich denke, wenn ich jetzt weiter stricke und die Streifen noch schmaler werden, werden die aber trotzdem schön versetzt bleiben. Und bei dem schmalen Streifen ist es dann relativ egal, ob die parallel oder nur so ein Hauch versetzt sind. Und genau, den nächsten Streifen fange ich dann mit diesem dunklen Blau an hier unten, beziehungsweise natürlich mit der Kontrastfarbe drunter. Und dann gibt das halt wirklich so diese Stufen, die es auch im Original hat. Und was dann auch noch so ein lustiger Effekt jetzt nebenbei ist, dadurch, dass das Tuch aus 7 Segmenten besteht und meine Farbe 3 Hauptfarben hat, heißt das, dass Segmente 1, 2 und 3 unterschiedlich sind. Und 4 ist dann genauso wieder wie 1. Das ist dann der mittlere. 5, 6 sind wie 2, 3. Und der siebte ist dann wieder wie der erste. Und das heißt, dass wenn ich das Tuch nachher trage, und dann ist ja dieser Teil ist ja oben in der Mitte, das heißt, der erste Streifen liegt hier und der letzte Streifen liegt dann hier und die sind dann gleich. Das finde ich auch total lustig. Das ist nichts, was ich unbedingt hätte haben müssen, aber dadurch, dass sich das jetzt so ergeben hat, bin ich sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Und genau, also da freue ich mich jetzt schon total drauf, das weiter zu stricken und fieber jetzt natürlich schon dem dritten Streifen entgegen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern. Genau, das ist also der Fragmentation Shawl von Stephen West und die Beauty-Wolle von Opal. So, damit kommen wir zu den beiden Häkelprojekten, die ich im Moment in Arbeit habe. Und ich habe an beiden ein bisschen weiter gehäkelt. Beide sind so ein bisschen langwierige Projekte. Ich glaube, ich brauche noch ein Häkelprojekt, was ein bisschen schneller geht. Aber mal schauen. Ich darf ja nicht so viel anfangen. Ich muss ja mehr fertig machen. Ich habe bei dem Elements of Life Crochet Along, bei dem gemeinsamen Häkeln, mache ich ja mit. Da kommt jede Woche ein Stück Anleitung raus. Ich hinke fürchterlich hinterher. Macht aber nichts. Ich mache mir keinen Stress. Es war ja sowieso kein Geheimnis Crochet Along, sondern wir wussten, wie die Motive aussehen. Und die Designerin hat jedes Motiv in 2 Teile geteilt und dann kommt jede Woche sozusagen ein halbes Motiv. Und ich habe jetzt diesen ersten Hinweis fast fertig. Ich häkel ja mit dieser Sockenwolle von Lana Grosse als Hauptfarbe und dieses Hellgrau von Wolle Rödel als Kontrastfarbe. Und mir fehlen nur 2 Runden, um diesen ersten Hinweis fertig zu machen. Aber 2 Runden dauern halt und von daher habe ich das jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich finde es nach wie vor super schön, trotz des vielen Hinguckens und des langsamen Vorankommens und Mitzählens und so, macht mir es aber wirklich Spaß, hier dran zu häkeln. Man sieht jetzt auch, denke ich, immer besser so diesen Farbverlauf von diesem leuchtenden Blau bisschen ins Grünliche rein und dann in dieses etwas Dunkle, was so ein bisschen einen Hauch von Braun hat. Und dann kommt wieder das Blau. Und ja, ich finde es absolut faszinierend zu sehen, wie dieses Muster entsteht und wie man einfach durch vorne tiefer stechen und hinten einstechen eben sowas hinkriegt. Von hinten nach wie vor sieht man, dass ich abwechselnd immer eine Runde mit der Farbe und eine Runde mit der Farbe häkel. Und ja, also das ist immer noch super schön und ich freue mich drauf, ja, das irgendwann mal fertig zu kriegen. Betonung auf irgendwann. Ich meine, von der Rundenanzahl hat man natürlich deutlich mehr als die Hälfte im ersten Hinweis. Aber dafür sind die Runden halt auch wirklich immer länger und dadurch bin ich gespannt. Wie gesagt, ich mache keinen Stress, keine Hektik. Solange ich dranbleibe, ist alles gut. Und dann kommen wir zu meinem letzten Projekt. Das ist wie immer mein Häkelquadrat aus dem Alpaka Lace Garn von Hansa Farm. Und da habe ich in der letzten Woche tatsächlich 4 ganze Runden geschafft. Das ist für die Größe, die es jetzt hat, doch ganz schön, finde ich. Also ich hatte letzte Woche mit dem Grün aufgehört und dann habe ich Deep Ocean drauf gehäkelt, meine Lieblingsfarbe, dann Schwarz, dann dieses dunklere Orange und das dunkle Rot. Und während der Dunkel-Orange-Runde habe ich die 150 Gramm Marke geknackt. Also das Ganze wiegt jetzt etwas über 150 Gramm und
bekommt langsam schon eine ganz schöne Größe, aber ich möchte, also man könnte das so ein bisschen schräg falten und dann so als Tuch tragen, aber ich möchte das ja wirklich so als Dreieckstuch eigentlich haben und genau, und möchte, dass das Dreieck schon eine wirklich schöne große Größe hat, dass ich mich da gut drin einwickeln kann und deshalb wird es noch ein ganzes Stück weitergehen. Ich hatte ja mal überlegt, ob ich ab jetzt nur noch grau und schwarz häkel, aber ich komme schon wieder so ein bisschen davon ab und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt, ich habe jetzt immer die letzten Runden immer zwei bunt, einmal erst grau, dann schwarz gehabt und ich überlege, ob ich jetzt zwei Runden grau und schwarz und eine Runde bunt mache. Vielleicht mache ich auch drei Runden grau, schwarz und eine bunt oder ich könnte es ja auch staffeln. Erst zwei und dann drei und dann nur noch grau und schwarz. Und dann vielleicht nur noch schwarz. Keine Ahnung. Also ich habe noch Pläne. Das Ding darf noch wachsen. Und ich werde weiterhin meinen Spaß damit haben. Genau. So, das war alles, was ich in der letzten Woche gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.